Na ja, Ralisen, moin moin und willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening, die... Yeah, ich finde es einfach nur fantastisch auch, um direkt wieder in die Schwärmerei zu geraten, wie, stimmig die Musik von diesem Dungeon ist. Das ist eigentlich ja nicht besonders kompliziert als Komposition. Das ist eigentlich ja im Wesentlichen nur, gehen ein paar Töne rauf und gehen wieder runter und wechseln ein bisschen an der Dynamik. Und generell ist es natürlich auch faszinierend, muss ich immer wieder sagen, wie viel man aus so 8-Bit-Musik eigentlich rausholen kann. Also ich liebe das total. Ich bin ein großer 8-Bit-Fan. Und ich glaube, wir sollten mal aufhören, unsere Pfeile hier für diese Gegner zu verschwenden. Aber ich finde, vor allen Dingen hier in diesem Spiel, in Zelda Link's Awakening, haben die es auch echt raus mit den Soundtracks. Also ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer eigentlich die Soundtracks von diesem Spiel komponiert hat. Ob das auch hier Koji oder Koji oder wie man japanische Namen ausspricht, habe ich bis heute nicht gelernt. Koji Kondo war, der ja für viele bekannte Zelda-Soundtracks verantwortlich zeichnet. Aber wir werden das natürlich bald herausfinden, weil das muss ich auch sagen, so lang ist das Spiel gar nicht mehr. Wir sind ja im 6. Dungeon und kriegen hier nochmal ordentlich Kohle. Danke dafür. Super. Wir sind ja im 6. Dungeon und so viele gibt's nicht mehr. Das heißt, wir werden bald auch den Abspann erreichen und da wird er sicherlich drinstehen. Na gut, konzentrieren wir uns aufs Spiel. Ja, wir haben beim letzten Mal direkt schon mal den Gegenstand des Dungeons bekommen. Ich glaube, das war nicht ganz der Plan. Das tut mir an der Stelle auch leid, falls ich da jetzt irgendwie die Reihenfolge ein bisschen verdreht habe. Aber eigentlich war es ja schon offensichtlich, dass man hier rechts springen kann. Na gut, schauen wir uns mal um, was hier noch so ist. Okay. Naja, ach Gott, ja, an diese Dinger da, diese Pferdeköpfe, da erinnere ich mich. Da werden wir demnächst hinkommen und das ist wirklich ein bisschen sehr lästig. Hier ist eine Eulenstatue, aber ich habe noch keinen Schnabel. Das ist ungewöhnlich, ne? Also das passiert eigentlich nicht, dass man in diesem Spiel alles hat, bevor man den, bevor man den, andersrum, dass man diesen epischen Gegenstand bekommt, bevor man eine Karte oder einen Kompass oder wenigstens mal einen Schlüssel gefunden hat. Also das ist schon fragwürdig. Ich glaube, ich bin da echt ein bisschen zu sehr durchgerusht gerade beim letzten Mal, aber sei es drum. Hier, damit geht die Tür auf. Ich wollte schon sagen, alle Gegner gefletscht und die Tür geht nicht auf. Soll ich da noch eine Vase gegenwerfen? Aber nein, man muss nur den Knopf finden. So, kriegen wir das hin? Nee, ich glaube, wir müssen den Knopf einmal hier unten drücken. Ja. Das geht nicht. Skala, das müsstest du doch langsam mal wissen, dass man das so nicht macht. Da wundert mich eigentlich, dass ich das nicht schaffe. Bin ich zu blöd? Nee, ich bin nicht zu blöd. Es klappt. Also, ich war zu blöd, bin es jetzt aber nicht mehr. So, darauf können wir uns einigen. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, in welchen Räumen hier was ist. Das ist tatsächlich das, was ich am... jetzt gerade ein bisschen cool finde auch. Ich muss sagen, Dungeon 6, 7 und 8 auch schon ein paar Mal gespielt, aber habe ich nicht mehr so detailliert im Kopf wie die ersten vier. Die ersten vier kenne ich ja wirklich richtig auswendig eigentlich. Das heißt, da bin ich auch jetzt ein bisschen gespannt, wo ich hier was bekomme. Also natürlich weiß ich, die wesentlichen Kniffe habe ich schon noch im Kopf, so ist es nicht. Ah ja, hier ist eine Truhe. Und eine Karte, sehr schön, eine Karte. Und wie sieht dieser Dungeon aus? Ja, der hat die Form einer Maske oder eines Gesichtes. Passt ja auch zum Namen Maskentempel. Und ich glaube, eigentlich sollte man das andersrum machen, denn... also eigentlich hätte man das hier viel früher finden sollen als den epischen Gegenstand. Denn wenn ihr euch das hier mal anschaut, dann haben wir ja damals letztes Mal ein Loch gesprengt dort rein, um in den Raum zu gelangen, wo hier das Auge der Maske wäre. Und ich denke, es gibt eine Eulenstatue, die einem sagt, guck mal in den Augen. Oder irgendwie sowas. Also es ist auf jeden Fall im Prinzip so, dass man erst die Karte haben soll und mit Hilfe der Karte auf die Idee kommen soll, guck mal, was da ist an der Stelle und nicht andersrum. Aber nun gut. Haben wir jetzt so rumgemacht. Ich glaube, ihr könnt es mir hoffentlich verzeihen. So, dann... schauen wir uns hier um. Hier ist noch so ein Schleimvieh. Okay, die Tür geht erstmal nicht auf, so ohne weiteres. Müssen wir da eine Vase gegenwerfen? Ja. Das ist schon lustig, dass man hier dieses Gimmick, dass man eine Vase gegen die Tür werfen muss, das wir zum letzten Mal, glaube ich, im dritten Dungeon, im Eingangsbereich hatten, dass das jetzt wieder aufkommt. Das ist schon ganz hübsch gemacht.
Gut, hier kommen wir nicht rüber. Mhm. Und da ist eine Kiste. Und der Kompass, fantastisch. Jetzt können wir alles sehen. Ja, ich glaube jetzt, also die Tatsache, dass wir halt schon den epischen Gegenstand haben, sorgt jetzt auch dafür. Das ist ein bisschen schade. Also eigentlich, ja, ärgere ich mich da selber ein bisschen drüber, weil wir jetzt den Dungeon gar nicht in seiner vollen Pracht genießen können. Die sorgt jetzt dafür, dass wir wahrscheinlich relativ schnell hier doch durchkommen werden. Normalerweise ist ja das Coole an den Zelda Link's Awakening Dungeons, an dem... Hier ist ein Schlüssel, aber wir müssen den Knopf drücken. Na gut. An den Dungeons, die... Oder an den meisten Dungeons hier zumindest, dass die sozusagen einfach zwei Phasen haben, in denen man sie erkundet. Nämlich erstmal die Phase ohne den Gegenstand des Levels, in der man überall an allen möglichen Stellen lang kann. Und dann findet man den Gegenstand und der ist quasi, wenn man so will, nichts anderes als ein mächtiger Schlüssel, der einfach, komm hier, friss. Der halt nicht nur eine Tür öffnet, sondern ganz viele Türen, die irgendwie cool gemacht sind. Achso, das war ja nicht. Also, so könnte man das im Prinzip interpretieren. Und jetzt haben wir im Prinzip schon diesen Master-Schlüssel quasi. Den haben wir jetzt schon für diesen Dungeon. Also den Gegenstand, der im Prinzip der Master-Schlüssel ist. Das ist so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, weil Zelda Link to the Past habe ich nur einmal durchgespielt oder so. Das heißt, da bin ich nicht so tief drin. Aber da ist es ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, so, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt einfach den großen Schlüssel findet. Aber der große Schlüssel ist nicht wie hier in Link's Awakening ein Schlüssel, der die Tür zum Boss öffnet, sondern ist einfach ein Schlüssel, der einen zweiten Teil des Dungeons öffnet. Und so funktioniert, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, so ähnlich funktioniert hier im Prinzip ja dann, ach, das war geraten, aber okay. Hier funktioniert im Prinzip der Gegenstand so, während man in Link to the Past den Gegenstand ja eigentlich so nicht unbedingt verwenden muss. Schon wieder Geld, also hier, uns wird schon wieder das Geld hinten in den Rachen geschmissen, ohne dass wir es überhaupt für irgendwas gebrauchen könnten. So. Okay, ich kann euch sagen, diese Pferdeköpfe sind richtig nervig, weil ich nicht weiß, was man mit denen machen muss, außer dass man sie hinwerfen muss und hoffen, dass die beide aufrecht stehen bleiben. So, aber ich weiß nicht, woran das liegt, dass die manchmal stehen und manchmal nicht. Na gut, wir haben jetzt die linke Hälfte des Gesichtes erkundet. Achso, warte mal, das ist jetzt blöd. Wir müssen natürlich so rum. Dann gehen wir doch mal die Treppe hoch und gucken, was da ist. Ach! Guck mal, einer staunt. Noch mehr Geld. 20 Rubine, fantastisch. Ja, erinnert ihr euch? Hier sind wir jetzt nämlich wieder in den Stromschnellen. Da war doch diese Truhe zuletzt. Im vorletzten Part haben wir die gesehen. Und haben uns gewundert, wie man hier hinkommen soll. Aus dem Maskentempel heraus. Und ihr seht, also jetzt sieht man es mal endgültig. Die Karte ist fast komplett exploriert, erkundet. Nur noch oben die paar... Oben im Nordosten und oben im Nordwesten. Da gibt es noch ein bisschen was. Und das wird natürlich... Denn nach diesem Dungeon in Angriff genommen. Ja, Digga, als wüsste ich jetzt noch nicht, wo ich hier bin. Ach so, übrigens, und ich glaube, das kann man jetzt eigentlich mal zu diesem Zeitpunkt ganz gut vorführen. Das habe ich ganz vergessen, aber das geht ja auch. Und zwar, wenn man diesen Mambo von Mambo, also Mambos Mambo, spielt, dann haben wir schon festgestellt, wenn man den irgendwo in der Welt spielt, dann landet man beim Brunnen bei Gaia Valley. Aber, wenn man ihn stattdessen... im Dungeon spielt, dann landet man nicht beim Brunnen von Gaia Valley, sondern am Haupteingang des Dungeons. Und das ist gut, denn eigentlich wollen wir da gerade hin, weil wir ja jetzt die linke Hälfte erkundet haben und ich sagen würde, schauen wir uns jetzt mal die rechte Hälfte des Dungeons an. Also ich glaube, es gibt wenige Momente, wo das so passend ist. Und ich finde das auch schon wieder richtig cool gemacht, dass man hier im Prinzip zwei Gesichtshälften hat, die man nacheinander erkundet. Das ist ähnlich cool wie der fünfte Dungeon, wo man erstmal alles erkundet, um diesen mächtigen Stahlfoss Scully den Rally da zu fletschen und danach nochmal mit dem Enterhaken da durch muss, also nochmal zum Anfang durch muss und dann, um dann den Enterhaken zu bekommen. Also Level-Design-mäßig muss ich sagen, man hat den Eindruck, als hätten die ersten drei Dungeons oder die ersten vier Dungeons so ein Team gemacht, das gesagt hätte, Leute, ihr seid jetzt die Praktikanten, macht mal einfach irgendwas, das sind so unsere Grundideen, hier großer Schlüssel, führt das mal drei Dungeons lang zur Genüge vor, damit alle wissen, wie es funktioniert und danach lasst mal die Level-Design-Profis ran, denn also gerade was das Design der zweiten Hälfte von Dungeons hier in diesem Spiel betrifft, das ist
Der absolute Wahnsinn. So, einen Schlüssel haben wir ja gefunden, also gehen wir mal nach oben. Ja, danke für nix. Ach so, vielleicht ist hier irgendwie was unter der Vase. Nö. Also theoretisch müsste ja vermutlich jetzt hier oben man sprengen können, um ins andere Auge zu kommen. Aber das lasse ich jetzt erstmal sein, weil ich erstmal wissen will, ob man irgendwie von dem Spiel auch gesagt bekommt, Digga, Vase, Digga, Augen, spreng, mach. Vielleicht ist das so, vielleicht ist es auch nicht so. Ansonsten können wir auch erstmal hier nach rechts. Gibt es nochmal Pfeile? Also es ist schon sehr freundlich von dem Spiel, dass die uns auch immer direkt die Pfeile zur Verfügung stellen, die wir brauchen. Aber ich denke mal, dass es tendenziell sinnvoller ist, wenn wir die Dinger einfach in die Luft jagen. Also sprich, wir fegen die hier alle mal zusammen in eine Ecke. Nein, dich nicht. Ja, im Prinzip können wir doch jetzt einfach hier eine Bombe hinlegen und gucken, dass die alle erwischt. Na, zumindest zwei. So. Zack. Das ist doch viel effizienter, als die alle einzeln mit Pfeilen wegzufletschen. So, rauf oder runter? Gehen wir erstmal runter. Hinunter. Wo kriegen wir denn diesen Eulenschnabel? Den haben wir noch nicht bekommen, ne? Oder übersehen? Ne, den haben wir noch nicht gekriegt. Also das wäre mal noch nicht schlecht. Jetzt haben wir schon so viele Eulen gesehen, die uns irgendwas sagen wollen, aber... komme ich hier auch wieder raus eigentlich? Wie soll das jetzt gehen? Kann ich den irgendwie hier erwischen? Weil sonst bin ich hier eingeschlossen, Freunde. Okay, man kommt wieder raus, aber frag nicht nach Sonnenschein, du. Das war schon wieder eine knappe Kiste. Okay, ah ja, jetzt kommen wir hier lang. An die Stelle erinnere ich mich. Zack, zack, zack. Aber ich würde gerne einen Eulenschnabel abgreifen, weil... Also sonst ist es ja tatsächlich so, dass einem das Spiel eigentlich nirgends sagt, dass man die Augen sprengen, in die Augen reinsprengen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht absurd schwer, aber... Ich meine im Kopf zu haben, dass es das schon machen muss. Denn wenn ich jetzt noch keinen Eulenschnabel bekomme, dann muss ich ja auf jeden Fall, eigentlich muss ich schon, um hierher zu kommen, wo ich jetzt bin, auf die Idee gekommen sein, ein Auge mir frei zu sprengen. Es sei denn, vielleicht habe ich irgendwo noch eine Tür übersehen, die mit dem Schlüssel versehen war. Gucken wir das doch erstmal kurz durch, bevor wir hier jetzt völligen Unsinn machen und das Auge sprengen. Denn da rechts sind wir auch nur hingekommen, wenn wir schon das zweite Level Kraft am Band haben. Nur, wie kommt jetzt der Otto Normalskaller auf die Idee, ein Auge in die Luft zu jagen? Außer mit Hilfe dieser Zeichnung auf dem Boden, die durchaus schon mal nicht verkehrt ist und durchaus einem was verrät, aber es müsste doch irgendwo einen Tipp geben. Aber hier sind halt nirgendwo Türen gewesen, die man mit dem Schlüssel aufmachen konnte, oder? Also es bringt ja auch nichts, wenn der Eulenschnabel der letzte Gegenstand des Spiels ist, dann muss man halt sagen, dann ist auch blöd. Ach Gott, ja. Leute, gebt mal Ruhe. Wir müssen hier erstmal noch dieses Ding hochheben. Ich schaue mich jetzt nur noch mal kurz um, hier um zu sehen, ob ich irgendwo was übersehen habe. Ansonsten sprengen wir halt einfach das Auge und mein Gott, dann ist es so. Ach Gott. This is really a bit annoying, diese nervigen Schalter, wobei die eigentlich cool, die sind eigentlich coole Elemente, damit kann man ziemlich viel machen, indem man nämlich sich Wege auch suchen muss, die von wieder zurück zum Schalter führen und so weiter. Das ist jetzt hier nicht so dramatisch schwierig umgesetzt, aber es hat Potenzial, sagen wir mal so. Oberhalb von diesem Ding war nichts mehr, ne? Ach hier waren wir noch gar nicht. Guck mal, da ist der Eulenschnabel, ich sag doch. Also man kriegt eigentlich schon den Eulenschnabel, bevor man auf die Idee kommt, das zu machen. Hier haben wir aus irgendeinem Grund nicht die Idee gehabt, bisher mal lang zu gehen. Und ich denke, wenn wir jetzt zurückgehen, wo war jetzt die Eulenstatue? Ich glaube, achso, Moment. Erstmal hier durch. Ja, gut, man muss natürlich treffen, damit wir wieder rauskommen anständig. Ich glaube mal, dass die Eulenstatue hier oben einem jetzt eigentlich sagt, hier spreng die Augen. Weil dann wäre das richtig gut vom Design her. Man muss sich das jetzt gleich mal nochmal kurz zu Gemüte führen.
Benutze Bomben, um in die Augen der Karte zu gelangen. Genau. Denn eigentlich, jetzt mal, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, das direkt zu machen, hätten wir das ja jetzt folgendermaßen gespielt. Wir wären hier links lang gelaufen, hätten die Karte gefunden, die Eulenstatue und wären dann nirgends weitergekommen. Und dann hätte... den Eulenschnabel und wären dann nirgends weitergekommen. Dann hätten wir diese Eulenstatue angelabert, die sagt, benutze Bomben, um in die Augen der Karte zu gelangen, hätten auf die Karte geguckt und wow, sudden realization, da sind Augen, das ist eine Karte, das ist eine Maske und da sprengen wir uns jetzt rein. Das heißt, das Leveldesign ist fantastisch, ich habe nur ein bisschen die Vorführung verbockt, wobei es jetzt auch nicht so schlimm ist, weil wir... oh mein Gott, was soll der Geiz, ist jetzt nicht so dramatisch. Vor allen Dingen, ich glaube, dass ich das damals auch tatsächlich, zumindest diese eine Sprengstelle da links, wo man ja von dem Weg auf dem Boden auch ein bisschen drauf hingewiesen wird, die habe ich damals auch schon gefunden. Nur die andere, auf die Idee bin ich, glaube ich, damals tatsächlich nicht gekommen. Denn, ja, ich meine, da ist keine Zeichnung auf dem Boden. Da muss man schon wirklich auf die Karte gucken und sehen, ah ja, Augen, da können wir uns rein sprengen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, muss man an der Stelle sagen, diese Räume, die, falsche Karte, diese Räume, die in den Augen drin sind, die werden auch nicht wirklich als Räume hier angezeigt, sondern als Löcher. Also als dunkle Flecken auf der Karte. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Hier und boom. Und dann kommen wir hier hoch, hoffe ich. Genau, seht ihr? Da, oh Gott, ich drücke immer auf Select, wenn ich auf die Karte gucken will. Damit kommen wir ins Auge. Und da ist der niedlichste Mittel-Zwischengegner des ganzen Spiels. Yay! Der will mit uns eigentlich nur eine Runde Ball spielen, aber er kriegt auf die Fresse. Wir spielen hier Völkerball und zack, gefletscht. Ist ziemlich leicht. Kommt auch, glaube ich, in späteren Game Boy Zeldas nochmal vor. Irgendwie in Oracle of Ages oder Seasons. Ist ein cooler Gegner, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir hier oben. Auch irgendwie unsinnig, dass man jetzt hier weiter nach oben gehen kann. Ihr werdet auch sehen, warum. Wenn wir weiter nach oben gehen, sind wir wieder hier. Und dann ist das alles einmal kurz im Kreis gelaufen. Also das ist so eine Verwirrstelle in diesem Dungeon. Aber mein Gott, ich glaube, jedes Zelda hatte ja irgendwann mal so einen Raum, so eine Szene, wo man immer geradeaus geht und trotzdem am Ende am selben Ort rauskommt, wie man angefangen hat. In Ocarina of Time, unvergessen die verlorenen Wälder. In Oracle of Seasons sind es die Tarnruinen, an die erinnere ich mich noch. In Ages weiß ich gerade nicht mehr, aber da gibt es, glaube ich, auch so einen Ort. Und, ach Gott, jetzt lassen die sogar Abgründe da rein. Leute, ihr könnt doch hier nicht die ganze Inneneinrichtung aufreißen. Das ist frech. Zack, jetzt ist gut. Zack, aber dafür gibt es auch einen Schlüssel. Das ist ein fairer Deal. Und ich fall runter. Nun gut, wo sind wir denn jetzt eigentlich rausgekommen? Ach, hier. Okay, wir können nach oben und nach unten. Gehen wir erstmal nach oben. Zack. Ach hier, jetzt sind wir auf der Seite der Eulenstatue. Alles klar. Ja, viel ist ja gar nicht mehr. Wobei, man merkt schon, dass die Dungeons größer und länger werden. Ich weiß gar nicht, ob ich den heute noch fertig schaffe. Müssen wir mal gucken. Das ist ja schon krass. Ich meine, wir haben beim letzten Mal mit diesem Dungeon angefangen. Diese dämlichen Pferdeköpfe, ne? Leute, was soll das? Wie muss ich die werfen? Wahrscheinlich gibt es da sogar einen Trick, den ich einfach nur bis heute nicht verstanden habe. Irgendwas, worauf man achten muss. Wahrscheinlich muss man die beide nach rechts werfen und dann klappt das oder so. Keine Ahnung. Ah, und schon wieder so ein Ding. Oh, die wollen mich. Die wollen mich fletschen. Da rennen wir mal lieber durch. Ja, bevor hier noch Ärger kommt. So, und nun? Oh Gott, jede Menge Hasen. Gebe, Kneppo, Hase. Kriegt man die auch mit dem Bumerang eigentlich weg? Das wäre doch sehr, sehr entspannt. Nee, kriegst du nicht. Okay, dann mit der Vase. Gebe, Kneppo, Vase. Achso, mit den Bomben kriegt man die natürlich auch geflasht. Und mit Bumerang kriegst du die zumindest lahmgelegt. Damit sind es dann natürlich leichtes Spiel. Ich denke, ich versuche heute zumindest den Dungeon so weit zu schaffen, dass wir am nächsten Mal nur noch den Boss machen müssen. Dann haben wir einen kleinen Cliffhanger, ist okay. Und vor allen Dingen haben wir, dann auch nicht im nächsten Part noch wahnsinnig viel Dungeon-Rallerei. Aber wir müssen mal gucken. Wir sind auch drei Schatzkisten, gibt es ja auf jeden Fall noch. Ach, weißt du was? Diese Sonnen, die lege ich auch einfach mit dem Boomerang. Mit dem Boomerang-Lahm. Dafür habe ich ihn mir doch geholt. Dafür, dass man hier ein bisschen Platz schaffen kann, wenn es nervig wird. So.
ist hier rechts unter dieser Vase was? Die steht da schon so verdächtig. Ja, ein Herz, danke dafür. Okay. Ja, diesmal auf Anhieb. Und wir kriegen, juhu, schon wieder 200 Rubine. Leute, was soll denn das immer? Drücken wir hier mal den Knopf. Wahrscheinlich ist der hier nicht ohne Grund. Aber ihr merkt vielleicht auch, wie symmetrisch das hier angeordnet ist. Denn ganz links oben war auch so ein Raum mit einem Knopf, mit einer Truhe. Da war dann auch der Ausgang zu den Stromschnellen. Also ich finde diesen Dungeon wirklich sehr, sehr gut designt. Er kommt noch nicht an den danach ran, also darauf könnt ihr euch schon freuen. Dungeon Nummer 7 und Dungeon Nummer 8 ist auch ziemlich gut. Aber Dungeon Nummer 6 ist schon ein Vorgeschmack dessen, wie gut die Dungeons hier eigentlich designt sind. Ach, die Jungs gibt's auch noch. Warum wollt ihr denn jetzt nochmal Ärger? Euch habe ich doch schon im dritten Dungeon gefletscht, erinnert ihr euch? Und damals konnten wir ja einfach, habe ich ja gesagt, ich glaube, ich habe es nicht gemacht, dass wir einfach einen fletschen können und dann rausgehen. Ich mal gucken, ob das hier auch klappt oder ob das eine Eigenart diese Flöte ist immer im Weg, ne? Des dritten Dungeons war. Prüfen wir es. Ups. Ne, hier klappt das tatsächlich nicht. Interessant. Also der dritte Dungeon ist da ein bisschen anders. Vielleicht ist das da auch einfach ein Fehler. Wahrscheinlich ist das im dritten Dungeon ein Fehler. Mich wundert nur, dass es hier nicht ist. Ich hätte gedacht, dass das bei beiden Dungeons exakt gleich designt sein müsste. Starwolf, warum ist das hier nicht? Oder ist das generell in Link's Awakening DX nicht mehr? Das kann natürlich sein, dass ich das mich da gerade vertue. Also im Originalspiel geht das auf jeden Fall. Dass man einen fletscht, dann rausgeht und dann sind beide weg. Ich glaube, im DX geht das auch. Okay, dann haben wir jetzt einen Weg, der hier hinführt. Und wo kommen wir da raus? Ach, hier, okay. Haben wir noch einen Schlüssel? Ja, sehr gut. Aber uns fehlen noch zwei Schatzkisten. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier uns jetzt nicht zu sehr weit vorarbeiten und dann auf einmal nichts mehr geht. Das wäre schlecht. Ah, hier ist noch ein Schlüssel. Perfekt. Perfektion, sage ich dazu. Hallo? Jörg, mach mal die Truhe auf. Was soll das? Eulenstatue, willst du eine Truhe öffnen, bewirf sie mit einem Steinkrug. Das ist ja schon wieder richtig unnötig, diese Eulenstatue. Endlich, mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Ich meine, also, ich kann das jetzt nicht so sagen, dass ich mich daran erinnere, wie das ist ohne diese Eulenstatue, weil das ist natürlich nicht in meiner Kindheit gewesen. Ah, jetzt fehlt nur noch eine Kiste, fantastisch. Ja, aber ich erinnere mich daran, wie ich damals Zelda Link's Awakening, also die normale Version, Let's Played habe. Und da war dann dieser Tipp nämlich nicht. Und dann ist es schon verwirrend, wenn man die Truhe nicht aufkriegt. Man denkt sich, ist da jetzt ein Spielfehler? Was wollen die jetzt von mir? Oh Mann, diese Flöte, ey. Die muss man irgendwie. Ich glaube, die platziere ich jetzt einfach mal in die unterste rechte Ecke des Spiels. So, du bist der Letzte. So, hoffentlich sind die Schalter richtig rum. Natürlich nicht. Ach Mist. Wo ist jetzt der nächste Schalter? Wahrscheinlich da links. So, Leute, jetzt reicht's mir mit der Flöte. Zack, hier, egal. Die Flöte braucht man genau noch zweimal in diesem Spiel. Na, vielleicht dreimal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die Flöte. Ja, ich glaube, man braucht sie noch dreimal. Aber nun ja. Sei es drum. Und dafür muss die jetzt nun wirklich nicht hier oben rumfliegen, mitten in meinem Inventar. Macht mal Platz, Junge. Gib mal Ruhe. Ich glaube, wir kommen nicht so weit, wie ich mir das gedacht habe heute. Es ist beeindruckend. Also der Dungeon ist schon echt lang und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel Zeit verschwendet habe, sondern dass der einfach so lang ist. Und wie gesagt, die nächsten Dungeons werden nochmal entsprechend länger. Also macht ja nichts. Ich meine, wir müssen ja auch nicht das Spiel jetzt hier durchrallen. Ah, hier hätte man jetzt Zeit sparen können, zugegeben, indem man einfach den Teleporter genutzt hätte, anstatt hier nochmal diese Bodenfliesen zu fletschen. Aber mein Gott, ich will ja eigentlich nur noch diese Kiste heute abgreifen und alles, was danach noch kommt in diesem Dungeon, das machen wir dann am Montag. Dann haben wir ein bisschen. Och ja. Weiß ich wohl. Dann haben wir ein bisschen hier Kontinuität und auch ein bisschen. Och, müsst ihr die denn jetzt wieder respawnen lassen? Das ist doch sowas von unnötig jetzt. Nur um mich zu ärgern, machen die das. So. Zack, ich will jetzt wissen, was in dieser Kiste ist. Ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass diese Kiste völlig unnötig ist, aber natürlich können wir nichts unversucht lassen. Achso, warte mal, hier ist noch eine Eule. Was sagt die denn eigentlich? Springe auf die Kristalle, um voranzukommen.
Ja, ist mir schon klar, Freundchen. Das hatte ich auch vor. Aber danke trotzdem, was man hier jetzt rüberhüpfen kann, das haben wir ja schon mal irgendwo, ich glaube, im zweiten Dungeon gesehen. So, was gibt's hier? Hier gibt's... geheimnisvolles Elixier. Verwende es und warte ab, was passieren wird. Hier kriegen wir einfach eine Flasche Gratismedizin. Ist nicht unbedingt notwendig, aber trotzdem sehr nett, würde ich sagen. Nun gut, ihr Rallies, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Wir müssen beim nächsten Mal noch irgendwie zum Boss kommen, aber das kriegen wir hin. Wenn es euch heute gefallen hat, seid so nett, lasst mir einen netten Kommentar da. Gerne auch eine positive Bewertung, würde mich sehr freuen. Und, achso, ja, ich erinnere mich übrigens, das wollte ich noch kurz erwähnen, im Originalspiel war hier keine Medizin, sondern irgendwas anderes, aber ist okay. Also, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ansonsten bin ich raus. Macht's gut und bis Montag, euer Scully der Rally. Moin!